Du willst mit deinen Freunden feiern gehen, hast aber nur sowas? Dann pass auf, ich hab da was für dich. Die JBL Partybox 110 und warum sie für dich die richtige ist, erfährst du in diesem Video. Die JBL Partybox 110 ist zwar schon länger auf dem Markt, trotzdem habe ich sie mir erst jetzt gekauft und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Was hat JBL aber nun verändert? Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Lichtshow anders gestaltet wurde. Die Hochtöner haben nun auch eine Lichtshow bekommen und sind von oben in die Mitte gewandert. Somit erreicht man einen ausgeglicheneren Klang. Dies macht vor allem im Vergleich zu der 100er im liegenden Betrieb mehr Sinn. Außerdem wurde die Lichtshow um die Tieftöner in der Mitte verbunden und bietet somit mehr Lichtshow. Die Lichtshow verfügt nun über 5 Modis anstatt wie bei der 100er nur 3. Außerdem sind die Stroboskopblitzer nicht mehr hinter dem Gitter, sondern wurden nun mit in das Gehäuse außen an das Gitter integriert und reagieren außerdem schneller und präziser zum Takt. Auch die äußeren Standfüße für den liegenden Betrieb hat JBL komplett überarbeitet und diese sind nun deutlich massiver und sorgen für einen sicheren und stabilen Stand. Außer dem Metallgitter an der Front besteht das Gehäuse größtenteils aus Kunststoff, so auch die Seiten, welche auch eine kleine Überarbeitung bekommen haben. Nun aber zur Steuerungszentrale auf der Oberseite der Box. Auch diese wurde komplett überarbeitet, die Funktionen sind aber überall gleich geblieben. An und aus, Bluetooth, Bassboost 1 und 2, wie gehabt oder ausschalten und Lichtshow und Playpause, Titel vor zurück und Lautstärke. Diese Funktionen wurden jetzt aber durch kleine Räder ergänzt und diese kann man nun viel unkomplizierterer steuern. Auch die Halterung für Smartphones oder Tablets ist vorhanden, allerdings ist diese weiter in den hinteren Bereich gerutscht. Bevor ich gleich zu den technischen Neuerungen komme, zeige ich euch noch einmal schnell die Anschlüsse. Wir haben Mikrofone, Gitarreneingang, Aux-In, Aux-Out, die TWS-Taste, welche allerdings auch über die App betätigt werden kann und ein USB-In als auch Out, also ihr könnt eure Handys anladen oder haut einfach einen USB-Stick dran. Weiter unten befindet sich dann der Ladeanschluss zum Laden der Box, wenn der Akku alle ist und darüber sieht man noch die Öffnung des Bassreflexsystems, welche auch eine leichte Überarbeitung des Designs bekommen hat. Wenn ihr zufällig noch DJ seid, auch diese Box hat ein Stativgewinde. Was hat sich jetzt aber technisch geändert? Auch die 110er hat als Ausgangsleistung 160 Watt RMS, die verteilt werden auf zwei 5,25 Zoll große Tiefmitteltöner und zwei 2,25 Zoll Hochtöner. Wie bereits erwähnt, wurden diese im neuen Aufbau mittig positioniert. Der Frequenzgang geht bei der 110er von 45 Hz bis 20 kHz und nicht wie bei der 100er bis nur 18 kHz. Allgemein spielt sie viel sauberer und klarer im Klangbild. Auch der Bass ist präsenter. Bluetooth-Version ist jetzt nicht mehr Bluetooth 4.2, sondern 5.1 und erreicht auch draußen eine gewaltig lange Reichweite bis zu 50 Meter. Gewicht beträgt ungefähr 10,8 Kilo, wird aber durch die beiden Tragegriffe recht handlich. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 12 Stunden, je nach Musik, Lautstärke und Lichtshow. Wenn die Box dann alle ist, wird in ungefähr 3,5 Stunden wieder aufgeladen. Nun die laut meiner Meinung beste Neuerung, und zwar ist die 110er jetzt gegen Spritzwasser nach IPX4 geschützt. Das heißt, sollte es spontan regnen oder mal ein Wasser drüber auslaufen, bleibt die Box heile und geht nicht durch einen Wasserschaden kaputt. Bevor es jetzt gleich zu den Soundchecks geht, sage ich euch jetzt nochmal ein paar abschließende Worte als meiner Meinung zu der 110er im Vergleich zu der 100er. Mir gefällt das Design einfach viel besser. Es ist mehr futuristisch, der Klang ist sauberer, klarer und auch lauter. Die Übergänge, wenn man die Bassstufen einstellt, sind auch viel sauberer und direkt anschlüssig. Die Steuerung ist viel einfacher durch das Drehen und es ist einfach ein echtes Stück Technik, die dort verbessert wurde. Auch der Wasserschutz ist sehr effizient, denn wie jeder weiß, geht das mal schnell mit dem Wasser und dann wäre die Box im Arsch, aber nicht mit der 110. Also für mich die klare Kaufempfehlung, wer das Geld hat und wer sich nach einer großen Box umschauen möchte, die aber noch handlich ist und für unterwegs, die aber auch Wasser ab kann und eine geile Lichtshow bietet, dann greift zur 110er. Das Ding ist einfach der Wahnsinn. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Danke fürs Anschauen des Videos. Lasst mal ein Like da unten.
Abo, falls ihr gerne mehr solcher Videos sehen möchtet. Und jetzt viel Spaß mit den Soundchecks.